Spielen macht Spaß. Es ist ein schöner Frühlingstag in Ponty Pandy. Heute soll der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehrwache von Ponty Pandy stattfinden. Viele Bewohner wollen sich diesen Tag nicht entgehen lassen und warten bereits gespannt darauf, die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge der Feuerwehr kennenzulernen. Auch Norman Price ist natürlich da. Hi Norman, unseren Wallaby hast du hier schon kennengelernt, oder? Stimmt, allerdings nicht ganz freiwillig, wenn ich mich da so recht erinnere. Zur gleichen Zeit führt Elvis Charlie Venus vor. Wirklich toll, die Fahrzeuge mal aus der Nähe zu sehen, Elvis. Am Übungsturm wird den Besuchern gezeigt, wie die Feuerwehr für ihre Einsätze übt. Leute, bitte einmal herhören. Wir wollen nun mit unserer ersten Vorführung beginnen. Als erstes wollen wir Ihnen unser Löschfahrzeug Jupiter genauer vorstellen. Wenige Minuten später haben sich alle vor Jupiter versammelt. Hier haben wir also Jupiter. Das ist unser Leiterlöschwagen. Sam, würden Sie bitte mit dem Fahrerhaus von Jupiter beginnen? Gerne, Feuerwehrhauptmann Steel. Hallo Leute, dann wollen wir uns mal das Fahrerhaus von Jupiter angucken. Hier vorne finden zwei Personen Platz. Genügend Platz also für Fahrer und Beifahrer. In den verschiedenen Staufächern finden wir die unterschiedlichsten Ausrüstungsgegenstände wie Feuerlöscher, Helme und vieles mehr. Stark, da passt ja mehr rein als in meinen Lieferwagen. So, ich denke, es wird Zeit, die Leiter von Jupiter mal zu zeigen. Wer keine Höhenangst hat, darf sich hier bitte anstellen. Okay, bitte immer einer nach dem anderen. Elvis wird die Steuerung bedienen, ich werde mit in den Rettungskorb gehen. Okay, Elvis, kann losgehen. Gut festhalten, Charlie. Und hoch geht's. Wenige Augenblicke später befinden sich Sam und Charlie in schwindelerregender Höhe. Wie klein die anderen da unten wirken. Gut festhalten, Charlie. Es geht jetzt wieder runter. Als nächstes ist Mike Flood an der Reihe. Wow, ganz schön hoch hier oben. Fast schon wie auf meinem Leuchtturm. Und wieder abwärts. Als nächster ist Norman Price an der Reihe. Gut festhalten, Norman. Es geht jetzt hoch. Na, Norman, wie gefällt dir die Aussicht? Wow, was für ein cooler Ausblick von hier oben. Die Leute da unten sehen ja fast aus wie Spielzeugfiguren. So, meine Damen und Herren, als nächstes war eigentlich eine Quadfahrt mit Mercury geplant. Leider gibt es ein paar Probleme mit der Lenkung. Mercury muss erst repariert werden. So ist eine Fahrt viel zu gefährlich. Sicherheit geht vor. Schade, wäre so gern eine Runde mit dem Quad gefahren. Als nächstes wollen wir uns mal Venus angucken. Venus kommt immer zum Einsatz, wenn es um schnelle Einsätze geht. Sam, Riddlington, würden Sie bitte Venus vorstellen? Gerne, Feuerwehrhauptmann Steel. Elvis wird zunächst die Kabine zeigen. Gerne, Sam.
Also hier können bis zu 2 Personen sitzen. Auf dem Dach haben wir noch eine Sirene, samt Signallicht. Die Ladefläche kann als Transportfläche genutzt werden oder alternativ mit einem Wassertank versehen werden. Damit können kleine Brände schnell und sicher gelöscht werden. Hier vorne haben wir noch eine Winde. Mit Hilfe der Winde können umgestützte Bäume oder andere Gegenstände weggezogen werden. Die Winde von Venus hat uns schon in manchen Einsätzen sehr geholfen. Stimmt, ich kann mich noch gut dran erinnern. So, meine Damen und Herren, nun wird Tom Thomas Wallaby zeigen. Korrekt, wer hat Lust, eine Runde mitzufliegen? Ich glaube, ich bleib lieber auf festem Boden, beziehungsweise auf dem Wasser. Kein Problem, Charlie. Ich hätte mal Lust, eine Runde mitzufliegen. Gerne, Mark. Bitte einsteigen. Hier vorne? Ich glaube, ich guck doch erstmal von hier unten zu. Das ist mir, glaube ich, doch ein wenig zu hoch. Wenige Augenblicke später lässt Tom Thomas die Triebwerke von Wallaby an. Und hebt ab. Tom fliegt einige Runden über der Feuerwehrwache von Ponty Pandy. Für alle, die ein wenig Höhenangst haben, zeige ich nun mal meine neue Drohne. Mithilfe der Drohne lassen sich verschollene Personen aus der Luft aufspüren. Mithilfe der Steuerung lässt sich diese ganz einfach steuern. Die Drohne fliegt höher und höher. Hier, Mike, probieren Sie doch auch mal die Drohne zu steuern. Ich? Gerne. Mike steuert die Drohne gekonnt zurück zum Boden. Gut gemacht, Mike. Sie scheinen ja ein echter Drohnenprofi zu sein. Als letztes wollen wir Ihnen unseren Übungsturm vorstellen. Sam wird sich kurz umziehen und einen Rettungseinsatz simulieren. Feuerwehr Boys wird ihn dabei unterstützen. Kann losgehen, Sam. In Ordnung, Feuerwehrmann Skill. Kann losgehen, Sam. Ziel der Übung: Die Übungspuppe soll aus den Flammen gerettet werden. Sam beginnt mit der Ramme die Tür zu öffnen. Geschafft! Die Tür ist offen. Sam tastet sich langsam in das Innere des Turms vor. Und erscheint wenige Augenblicke später mit der Puppe über der Schulter. Geschafft! Die Übungspuppe wurde sicher geborgen und kann nun versorgt werden.
War das cool. Ich will auch später mal Feuerwehrmann werden. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spaß. Ja, war super, Feuerwehrhauptmann-Stil. Kommen Sie sicher nach Hause, liebe Besucher. Das ist das Gefängnis von Ponty Pandy. Speziell errichtet für alle Schwerverbrecher von Ponty Pandy. Es ist Montagnachmittag. Die wachhabende Aufseherin Anita Müller und der wachhabende Aufseher Werner Schenk haben gerade ihre Schicht begonnen. Werner, heute bekommen wir einen neuen Insassen, einen gewissen Herrn Dracula, scheinbar ein übler Bursche. Kannst du bitte die Zelle Nummer 1 für unseren neuen Gast herrichten? Kein Problem, ich mach mich gleich an die Arbeit. Sehr gut, Werner. Ich werde gleich mal die Zentrale kontaktieren, wo der Gefangenentransport gerade steckt. Wenige Minuten später ist die Zelle für den Insassen hergerichtet. Eine Schlafmatratze, eine neue Zahnbürste, sowie ein Waschbecken, Klo, sowie ein Teller und ein Becher. Zunächst muss jeder Gefangene fotografiert und im Computer erfasst werden. So, ich höre gerade, der Gefangenentransporter ist gleich da. Werner, bitte alles bereit machen. In Ordnung. Schwer bewacht wird Dracula im Gefangenentransporter zum Gefängnis gefahren. Drei Polizisten bewachen den Gefangenen. Mich einfach festzunehmen. Ich bin ein Graf. Da vorne ist das Gefängnis. Du musst hier rechts abbiegen. Bitte das Tor öffnen. Wir bringen den Gefangenen. Herzlich willkommen im Gefängnis von Ponty Pandy, Herr Dracula. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Mein Name ist Graf Dracula und nicht einfach Herr Dracula. Bla bla bla. So, hier bitte die Treppe hoch. Zelle 1 bitte öffnen. In Ordnung. Moment bitte. Hereinspaziert in die gute Stube, Herr Graf. Mein Name ist Graf Dracula. Wie oft denn noch? Hier bleibe ich bestimmt keine Nacht. Hier ist ja nicht mal ein Sarg für mich zum Übernachten. Ich muss hier irgendwie raus. Bloß wie? Der Gefangene ist in seiner Zelle. Wir können dann die Nachtschicht beginnen. Ich leg mich hin. Wenige Stunden später, als die Sonne bereits untergegangen war, schleicht sich eine merkwürdige Gestalt zum Gefängnis. Hier wird also mein Meister gefangen gehalten. Ich muss ihn irgendwie befreien. Ich hab da, glaube ich, schon eine Idee. Meister, sind Sie hier? Hallo, Meister, ich bin's, dein treuer Diener, Frankenstein. Wer ruft da? Die Stimme kenne ich doch. Frankenstein, mein Lieber, bist du das? Ich bin hier, mein Freund. Ich werde dich jetzt befreien, Meister. Bitte treten Sie von der Wand weg. Es könnte laut werden. Wird gemacht, mein Lieber. Musik
Schnell, Meister! Der Weg ist frei! Ich bin auf dem Weg. Nur noch kurz das Bett zur Seite räumen und irgendwie durch den Spalt hindurch. Sie haben es geschafft, Meister! Schön, Sie wiederzusehen! Wir müssen schnell los, bevor der Alarm losgeht! Alarm! Es gab eine Explosion im Zellentrakt. Es brennt! Wir müssen die Feuerwehr rufen! Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam an. Hallo Feuerwehr? Das Gefängnis brennt. Wir brauchen dringend Hilfe. Männer und Frauen, das Gefängnis brennt. Alle sofort zu den Fahrzeugen. Wir rücken sofort aus. Wenige Minuten später trifft die Feuerwehr am Gefängnis ein. Oh, hier riecht es aber angebrannt. Ich glaube, es brennt. Das Gefängnis hat Feuer gefangen. Sofort an die Arbeit, Männer. Scheinbar ist auch ein Gefangener entkommen. Aber wir sollten zunächst das Feuer löschen, bevor es auf andere Gebäude übergreift. Richtig. Wir müssen erst das Feuer löschen. An die Arbeit, Leute. Penny, wir löschen von der linken Seite. In Ordnung. Ich hole sofort meinen Helm und den Schlauch. Bin bereit, Feuerwehrhauptmann Steele. Bitte an die Steuerung für die Leiter. Es ist viel zu heiß, aber ich muss noch ein Stück näher, damit ich das Feuer löschen kann. Passen Sie bloß auf sich auf, Penny. So geht's. Wassermarsch. Das reicht nicht aus. Wir müssen auch von der anderen Seite löschen. Sam, Elvis, Sie sind an der Reihe. In Ordnung. Elvis, du musst dir zunächst einen Helm besorgen. So ist es viel zu gefährlich. In Ordnung, Sam. Ich werde mir gleich einen Helm aus Jupiter holen. Hier ist noch ein passender Helm für dich, Elvis. Oh ja, der sollte passen. Sehr gut, Elvis. So bist du sicher geschützt. Ich gehe auf den Drehturm. Du bedienst bitte die Steuerung. Vergiss nicht, das Werkzeug mitzubringen. Noch höher, Elvis. Ich muss über die Flammen, damit ich den Wasserstrahl richtig einsetzen kann. So ist es gut. Warte, es fängt an zu regnen. Ich glaube, wir haben Glück. Die Flammen werden schon kleiner. Geschafft. Das Feuer ist gelöscht. Elvis, du kannst mich wieder runterfahren. Gute Arbeit, Männer. Und Frauen. Ja, toll gemacht, Sam. Ohne Penny hätten wir es nicht geschafft. Gute Arbeit, Penny. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer zu Ende. Wollt ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam oder Thomas und seinen Freunden erleben? Dann schaut doch einfach mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da. Denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort jeden Monat tolle Preise verlosen.